Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder War Thunder, und zwar nicht mit dem Panda D-Tier 1 oder was weiß ich, sondern so eine gute alte 4er BR. Ist noch alles, ist das Leben noch gut. Starten wir mal mit diesem wunderschönen Punkt. Nee. Warte mal. Warte. Ich hab's gewusst. Ich habe es immer gewusst. 11.000 dafür ausgeben, ist mir jetzt egal. Alter, der Schatz Lavan, das bist du, den habe ich. Alter, mit dem Schatz mal in der Runde, das wird Lavan, mit dem einmal wieder fahren. Das ist so lange her, wo ich den gefahren bin. Mit dem Seitenschutz für die Hochexplosiven mit oder MG halt. Alter, das ist so lange her, dass ich den gespielt habe. Das wird lustig. Dann schaut mal wieder mit Runde. Genug gelabert, sind in Runde, also bis gleich, ne? Gut, da bin ich wieder. Die Map heißt. Ich keine Ahnung. Ich muss ehrlich gerade zugeben. Alter, der Motor, der hat einen schönen Sound. Muss ich mal anhören, ne? Also der Motor, der hat schon einen schönen Sound. Und vor allem, Alter, ist so lange her, dass ich den gespielt habe. Mit dem Seitenschutz, und der ist relativ wenig im Schnee. Ich habe noch. Bevor ich gespawnt bin, eine hochexplosive Munition reingegeben, weil auf der BR glaube ich auch noch manche Panzer unterwegs sind, die eine nicht so hohe Panzerung haben. Da kannst du glaube ich mit einer hochexplosiven auch den kompletten gleich ausknoten. Aber die haben immer dabei die Hartgeschosse geladen, weil die haben es noch nie enttäuscht. So lange her, dass ich den gefahren bin, das wird lustig. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe gerade enlistet den Panzer 3 bekommen mit der Stummelkanone. Der nächste, den ich bekommen, ist genau der da. Mit auch Seitenschutz und alles dran. Ich weiß gar nicht, warum die den Seitenschutz haben. Ich weiß es nicht. Ist eine scheiß Idee, wo ich bin. Alter, denke mal logisch nach. Die kommen von da drüben. Ja, ich bin ja schon ein bisschen erfahren da. Achso, die kommen erst von da und dann dort. Waren schon noch von. Rauf. Na, fast. Also, eine Hochexplosive würde das gerade regeln. Der wechselt die Granaten noch einfach so, Alter, während man nichts macht. Jetzt kommen da wieder ganz viele Feinde. Anwinkeln immer, das ist wichtig. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert, wenn ich nicht weiß, von wo er kommt, von da. Den haben wir ausgenockt, einen. Alter, mein Panzer ist fetzen hin, oder? Bist du deppert? Der Funke ist auch nicht nur. Der ist noch was anderes, auch bewusstlos. Nicht nur der Funke. Der ist auch noch was komplett anderes bewusstlos. Ja, komm, Mann. Nö, jetzt sind alle bewusstlos.
Ja, es wäre eine scheiße Idee, aber ich wollte einfach nur mal so. Der Spaß. Der Spaß. Ein Gutschein dafür, euer Jesus Christus im Himmel. Aber der ist so schön wendig, oder? So beim Berganfahren ist der auch direkt durchzogen, schön. Geschwindigkeit rückwärts geht auch so schnell, oder? Der ist so ein schöner Panzer irgendwie. Das ist ein schöner. Gute Panzerung hat das Teil ebenso. Das ist ein guter Mittelpanzer. Vor allem in der BR, ich finde. Ich glaube in der 4er BR ist der Hetzer am besten. Weil der einfach. Hetzer ist halt. Angewinkelter Stahl. Dicker angewinkelter Stahl mit einem Geschütz einfach nur drauf. Irgendwie so. Deswegen stehe ich angewinkelt, Bruder. Ich hab. Ne, schau, man wird dadurch schlauer, wenn man ne. Tiger gespielt hat. Die steckt einfach so drin, die Patrone hier. Die steckt da vorne drinnen. Da stecken zwei drinnen sogar. Ein guter Stahl ist das. Da wäre der Fahrer direkt schon ausgedockt gewesen, aber mehrmals. Und ich glaube nicht nur der Fahrer. Guter deutscher Gruppstahl. Ist A. Na, jetzt geht's wieder. Wir fahren nicht rauf, wir fahren direkt zur A. Komm, gib ein bisschen Gas. Entschuldigung. Na, irgendwie, also. Ich habe irgendwie Husten müssen, es wollte aber nicht raus. Da drüben ist so ein M10, das ist der Wagen. Der versteckt sich da hinten bei den Bäumen. Da unten. Wir machen die. Wir haben nichts rausgelernt, wir rammen den weg, oder? Ich fand die Logik gerade nicht so logisch, denn ich habe ihn als erstes getroffen und mein Schuss ist einfach bei ihm durch. Also. Einfach abgeprallt, als wäre es ein MG-Gestoß gewesen. Was aber nicht so stimmt. Ne, zähle ich jetzt nicht von, also. Vor allem ist ein offener, also offener Panzer. Und der hat mich ja nicht kommen sehen, auch noch. Und ich habe ihn dann in den Hartgeschoss reingeschissen. Boah, der fliegt aber tief, ne? Ha, das sind ein paar viele Bomben, ne? Bam. Naja, ne? Alles Blindgänger. Wie bei Silvester. Full Gas, geht schon. Den Punkt der Obermacht. Fahren wir da durch schnell. Gerne Sprung. Und da wieder durch. Der Feind. Hä? Jetzt zeig mal das Video, wie es mich getötet hat. Ja, da fliegt er so. Und jetzt? Ja, na sicher. Ein verschießender Munition, oder? Ja, komm. War aber auf jeden Fall eine schöne Runde irgendwie. Auch wenn wir gestorben sind. Und die Runde nicht fertig spielen konnten, war es irgendwie schön. Spielen wir nächstes Mal weiter. Ja, du da. Den habe ich ja nicht einmal ganz erforscht. Junge. Boah, 5.000 sind schon ein bisschen viel, aber egal. Wir sind der schöne Platz.
Ja, wie ich sagen, das war's auch wieder für heute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.